Wegen einer technischen Störung bitten wir Sie, unser Haus umgehend zu verlassen. Bitte folgen Sie den Anweisungen unseres Personals. Ihre Zukunft selbst in die Hand genommen. Sie sind ins Rathaus gekommen, um für ihre Belange zu sprechen. Keine Einsparungen in der Kinder- und Jugendarbeit. Und stinkt. Das ist eine Protestbesetzung. Spiel wieder. Und was soll mit der Blauen Lagune jetzt im Einzelnen passieren? Red mal ruhig laut. Die Kinder werden, denke ich, wiederkommen und weiter ihr Recht einfordern auf die Spielräume in der Stadt. Es ist genug Geld da. Es ist nur eine Frage der Umverteilung. Und an der Kinderarbeit zu sparen, zeugt von der Unkenntnis der wahrscheinlich auch oft Kleinstadt sozialisierten Politiker. Sind hier die Kinder und Jugendlichen, Eltern, Erzieher, Sozialarbeiter von den Kinder- und Freizeiteinrichtungen Friedrichshain-Kreuzberg, weil auf dem Sparetat einfach mal steht, dass 17 Einrichtungen in Friedrichshain-Kreuzberg zugemacht werden sollen. Und das werden wir so nicht hinnehmen können. Was soll jetzt mit den Kindern und Jugendlichen geschehen? Das wissen wir auch nicht und die Kinder und Jugendlichen wissen auch nicht. Und ich denke, die Politiker wissen es genauso wenig. Wir wissen ganz genau, dass die Kinder und Jugendliche die Einrichtungen brauchen und sie wissen nicht, wo sie noch hin sollen. Und wir können auch nicht sagen, dass die, die noch da bleiben, für alle anderen da sein sollen. Das geht auch gar nicht. Man kann auch nicht Kreuzberg einfach nach Friedrichshain schicken oder andersrum. Und wir wollen uns nicht gegeneinander ausspielen lassen. Genau so ist es. Ja. Deswegen sind doch alle, also ganz viele Einrichtungen hier, die nicht auf der Liste mit draufstehen, um einfach mal zu bekunden, Leute, hier müssen wir gemeinsam was für die Kinder und Jugendlichen in diesem Bezirk tun. Wer könnte Schuld haben? Also ganz schauen wir mal auf die Landesbank. Das ist eine Sache, eine politische Verantwortlichkeit, wenn man meint, Mittel für irgendwelche Pensionen oder sonstiges ausgeben zu müssen und nicht für die Zukunft der Stadt. Wer keine Ahnung hat, was es bedeutet für Kinder, in so einem Großstadtmoloch groß zu werden, ohne Lebensraum für Kinder, wenn man am Stadtrand wohnt, mag das schon wieder anders aussehen. Und die Kinder der Politiker, die werden garantiert in schöner, grüner Umgebung leben. Aber für einen Innenstadtbezirk wie Friedrichshain ist, und Kreuzberg natürlich, ist es ein absolutes Defizit. Räume für Kinder sind sowieso schon knapp bemessen. Und dann Angebote und Möglichkeiten, die wir schaffen mit Fahrten, mit Aktionen, mit Ausflügen, mit Naturerlebnissen, allem drum und dran, das wird uns in Zukunft keiner mehr abnehmen. Was passiert denn dann mit den Mitarbeitern, Betreuern, Erziehern etc.? Ja, ich denke, das ist ziemlich eindeutig. Also dort, wo Einrichtungen in der freier Trägerschaft sind, werden die Kollegen ab dem 1.1. einfach mal auf der Straße sitzen und die Arbeitslosenzahlen in diesen Land Berlin weiter in die Höhe treiben. Und bei den kommunalen Einrichtungen, was auch ein Großteil sein wird, wird auf andere Einrichtungen verteilt werden. Aber es wird auch sehr wohl Kollegen gehen, die einen KW-Vertrag kriegen. Also kann weg. So kann es einfach nicht gehen. Die Kollegen haben sich engagiert und kriegen jetzt 2 Monate vorher oder 2,5 Monate vorher zu erfahren, dass ihre Einrichtungen geschlossen werden aufgrund dieser Sparmaßnahmen. Und ich finde, das ist... Das spottet jeder Beschreibung, aber ich will dabei auch noch mal sagen, dass es eben nicht nur Friedrichshain-Kreuzberg betrifft, sondern dass es sehr wohl auch noch andere Bezirke in dieser Stadt betrifft, wo wir leider Gottes nicht allzu viel davon hören. Wir können nur hoffen, dass sich wirklich alle Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen in dieser Stadt zusammentreffen und sagen, liebe Politiker, so geht es nicht. Wir Heldinnen der Nichtarbeit sind jetzt in den Jugendclub Krautstraße gefahren. Wir sind eine Einrichtung der offenen Arbeit. Das heißt also, jeder Jugendliche kann hierher kommen, kann seine Freizeit gestalten, sich spielerisch betätigen, Kreativangebote in Anspruch nehmen, sich beraten lassen oder hier eben auch Billard zu spielen. Wir sind im Besitz von 2 Rechnern, die sind internetfähig. Was für einen Wert hat der Club zum Beispiel für dich? Also gerade das Kursangebot ist hier doch schon sehr zahlreich. Also man kann beispielsweise Computerkurs belegen. Außerdem gibt es einen Kochkurs, der wird durch Rico geleitet. Ansonsten, also war geplant noch ein Naturheilkurs. Für mich persönlich würde ich sagen, dass ich eigentlich nur hierher gehe, weil mir die Menschen einfach in den anderen Clubs nicht gefallen und auch meistens die Einrichtung, die meistens zu klein ist. Sonst bin ich auch immer hier, weil das eigentlich mein zweites Zuhause ist. Ich komme hier fast jeden Tag her, um Billard zu spielen, Computer zu spielen, Bardienst habe ich auch. Ich bin eigentlich hier, um meine Freizeit sinnvoll zu gestalten.
Seit circa ein, zwei Monaten wissen wir das erst, dass der Club nun endgültig geschlossen werden soll. Die Situation ist so, dass in diesem Lebensbereich nur noch eine Jugendeinrichtung übrig bleibt. Das ist die Feuerwache, die meines Erachtens nach, und das ist wirklich meine persönliche Meinung, bei weitem nicht ausreicht, um dieses gesamte Loch aufzufangen. Das betrifft ja in Friedrichshain-Kreuzberg insgesamt 17 Einrichtungen. Und das sind doch ganz wichtige Einrichtungen, die da geschlossen werden. Da geht es also auch um Treberkinder und. Du hängst jetzt auf der Straße dann rum oder was passiert dann? Oder nervst die Eltern beim Fernsehen gucken? Ja, wahrscheinlich. Also es gibt natürlich, wie gesagt, die Möglichkeit, in die Feuerwache zu gehen. Also sprich, die Alternativangebote zu nutzen. Ich persönlich stelle mir das einfach auch sehr schwierig vor, sich in diese Gesellschaft sozusagen einfach zu integrieren. Bei mir gibt es keine Ausweichmöglichkeit, dadurch, dass ich ja seit 3 Jahren dabei bin und hier wirklich ziemlich viel Zeit, Kraft und Liebe investiert habe. Für mich wäre es keine Alternative, irgendwie in einen anderen Jugendclub zu gehen. Es war auch schon vorher so, dass ich eigentlich mehr dann zu Hause war oder mich dann immer mit Freunden irgendwo getroffen habe. Nur im Winter ist das ja jetzt auch ein Problem. Man kann ja nicht bei der Kälte irgendwo draußen rumstehen. Wenn das Couch schließt, dann weiß ich nicht, was ich machen soll. Vielleicht mit meinen Kumpels irgendwo in Hausfluren abhängen und Scheiße machen oder so. Ich meine, heutzutage ist alles sehr teuer und wer hat schon das Geld, um jetzt irgendwas Großartiges zu machen? Die Öffnungszeiten sind 7 Stunden am Tag von Montag bis Freitag und das betrifft ungefähr, würde man sagen, im Durchlauf 60 Jugendliche, die mal öfters oder eben ständig hier sind. Die schwachen Leute, die sich in einer unmittelbaren Umgebung, in einer Kriseneinrichtung befinden, denen wir auch noch ein bisschen Freizeitgestaltung gegeben haben, die jetzt natürlich auf der Straße stehen. Das wird in den Sommermonaten weniger das Problem sein, aber in den Wintermonaten natürlich jetzt der Knaller. Ich denke einfach, man müsste verantwortungsvoller mit seinen Entscheidungen umgehen. Angefangen von Großprojekten, die sich Berlin jetzt auf den Tisch zieht und die zwar sehr schön sind und sehr luxuriös sind, aber auf der anderen Weise findet natürlich hinter der Tür die absolute Verelendung statt. Also ich finde auf alle Fälle, dass man nicht sonderlich gut beraten wird, einfach von den Leuten, die auch für die Jugendförderung zuständig sind. Ich bin selber da gewesen und habe zum Beispiel einfach nach Alternativmöglichkeiten gefragt, wie man den Club möglicherweise noch aufrechterhalten könnte. Im Endeffekt wird man dann doch nur abgewiesen und einem wird die Möglichkeit genannt, man soll sich halt mit der Situation einfach abfinden. Forderung ist, dass die ganzen Leute im Bezirksamt, die ganzen Politiker, ich sag jetzt mal Senat allgemein, nochmal die ganzen Entscheidungen überdenkt, die sie jetzt hier sozusagen gefällt haben. Wenn es zum Beispiel um Kürzungen geht, dass es dann am anderen Ende gespart wird. Also wenn es zum Beispiel dann um die Gelder von bestimmten Politikern oder sowas geht und nicht bei der Jugendförderung dann. Nun gibt es noch ein paar Ergänzungen zu sagen. Und zwar gibt es einige Sachen, die geplant sind in einem Jugendclub und so natürlich nicht mehr durchgeführt werden können. Was ist geplant gewesen? Also wir haben Anfang des Jahres den Außenbereich gestaltet. Hier sollten die Jugendlichen die Möglichkeit bekommen, auch Samstag und Sonntag sich zu treffen, ihre Freizeit selbst zu gestalten. Wir haben hier mit großem Aufwand ein Club aktiv gegründet und ein Barteam. Wir haben also ein bisschen Selbstbewirtschaftung gemacht. Es gab erste Vorgespräche mit einem freien Träger, dem Friedsner Carré, was vorhin auch schon angesprochen wurde, was auch geschlossen wird, um den Friedsner Carré und uns zu retten. Wir wollten hier also zusammengehen. Die hätten also Werkstätten gehabt, um unser Dach zu reparieren, andere Maßnahmen zu machen. Die Sachen können natürlich jetzt nicht mehr stattfinden. Und für die Nachbarschaft, gab es da noch was? Naja, diese Örtlichkeiten hier hinten hätten natürlich begrünt sein können und sie hätten natürlich der Nachbarschaft auch für ihre Zwecke dienlich sein können. Ja.